Hallo und guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla und wir sollen in das 5000 Meter entfernte Grundstück gehen, denn wir müssen oder wir sollen mit Randvi sprechen. Wir sind hier in einem wunderschönen Kloster. Also gut, haben wir wahrscheinlich letztes Mal überholt, überrannt. Ich weiß es nicht mehr, denn ist schon wieder ein paar Tage her. Aber wir sollen ja im fremden Lande, das ist eine Quest, soweit ich es mitbekommen habe, eine Quest, die wir sonst wo aktiviert. Hier, Winland, ne? Wir sind, ich glaube, 160 knapp. Und übrigens, ich habe mal so. Soweit das hingeschmissen, dass ich gesagt habe, gut, wir sind ja eh Nahkämpfer und so. Wir machen es mal einfach mal, dass wir das so machen. Dass wir alles auf Rot setzen, nicht alles auf Gelb, weil Gelb ist, glaube ich, eher so Fernkampf und Bogen. Und Rot ist eher Nahkampf und Blau ist, glaube ich, eher so, oder ist Blau? Ist Blau mit Bogen und Gelb ist Schleichen. Ich glaube, Blau, Gelb ist, glaube ich, Schleichen. Gelb ist, glaube ich, komplett mit Schleichen, ne? Auf dem habe ich mal einfach mal gesagt, gut, wir nehmen alles rot. Und hoppsa. Und jetzt machen wir wirklich mal das mit dem Winland, denn es ist schon ein paar Tage her, seit wir das, glaube ich, gemacht haben. Ich glaube, wir haben es noch nie gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir Übersee überhaupt schon in, wie soll ich sagen, ob wir sie überhaupt schon mal in Frage gestellt haben, ob wir überhaupt sowas machen. Ich weiß es nicht, wirklich. Keine Ahnung. Aber das funktioniert da irgendwie schon gut. Ne, das muss ja funktionieren. Das darf ja nicht. Das darf nicht funktionieren. So rum. Also, das muss ja tun und lassen. So. So. Dann nehmen wir mal. Das werdet ihr für den Rest eures kurzen Lebens bereuen. Ach so, kurzen Lebens haben wir jetzt nicht, ne? Da hinten. Mein Kollege, ne? Der Schmied. Ah, Ava. Ja. Guten Tag. Wir können nichts upgraden, soweit ich es mitbekommen habe, denn wir haben ja, glaube ich, so mit. Und auch hier. Stimmt, wir waren ja auf der Suche nach Dinge für unsere. Wir können gar nichts hier. Gehen wir ja auch mal auf ein Schild. Vielleicht ist hier noch was zu upgraden oder zu bauen. Ich bestimmt hier hinten irgendwie was. Was wir noch bauen könnten und upgraden oder wie auch immer. Ja, zum Beispiel das hier. Das haben wir ja gebaut. Das wäre hier was, was wir gar nicht haben, ne? Stimmt, das hier. Das könnte man sogar jetzt. Festmalstärkung. Oh, immer das Falsche hier. Was ist denn dahinter noch? Arbeiten mit an der Befestigung der Siedlung. Hier nur Gemütlichkeit. Wollen wir das wirklich mal machen? Wenn wir es überhaupt können. So ein guter Junge. Karis Holzschwert arbeitet mit an der Befestigung der Siedlung. Mal gucken, ob es funktioniert, ne? Wir wissen es ja nicht. Jetzt mal schauen, was der zu uns sagen kann. Ob er Dinge upgradet oder ich weiß nicht. Bittschreiben von Karis ehemaligen Gatten. Kari, bitte lass mich zurück in deine Leben. Keine der anderen bedeutet mir im Vergleich mit dir etwas. Nicht einmal die sehr hübsche, wenn du mich zurücknimmst, schwöre ich dir, der Ehemann zu sein. Oh. Okay. Hat doch nicht so ganz funktioniert. Und die Frage ist halt, wie hilft die uns? Mit der Besiedelung. Aber keine Ahnung. Eins nach dem anderen wird sich sicher klären. Wir können nur eins nach dem anderen bauen. Von dem her kriegen wir es schon irgendwie. Wo renne ich hier wieder durch?
So, hier oben. Wir sind schon hier oben. Ich dachte, wir wären viel weiter nach unten. Also, ja, gut. Haben wir ein bisschen verpeilt. Aber kein Thema, ne? Das kriegen wir auch so hin. So, dann nehmen wir mal das nächste Eivor. In wie Angriff. Fühlst du dich, Eivor? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Könnten wir. Windland als zusätzliches Ding, ne? Das ist irgendwie lustig. Komm, was kannst mal du mir über Windland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Wieder mal ein weiterer Schnitt im Tisch. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Cute wie sonst dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Danke sehr, bitteschön. Aber bevor wir jetzt da weggehen, noch ein Abschied meiner Liebsten. Hallo? Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Und da haben sie es doch, die zwei. Bevor wir auf die lange Reise gehen, dürfen sie es auch mal ein bisschen schön haben. Ja, und da sind wir zurück. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach unten zum Kollegen. Keine Ahnung, was die da... Warte mal kurz, hier oben haben wir auch noch was. Jagdhütte. Wollen, dass du legendäre Tiere jagst und ihnen einen Jagdschütz im Tausch gegen Belohnungen überlässt. Die Jagdschätze gegen Belohnungen, auch nicht schlecht. Was sie alles für Häuser noch gibt, inklusive dem Kollegen da, ne? So, 40 Meter, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ja kein Thema. So, da ist die Dame. Einen schönen Tag noch, Fremde. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brinin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst... Du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Drenga bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Grundsätzlich jetzt schon. Musst du deine Ausrüstung und deinen Besitz zurücklassen. Ausrüstung und Besitz. Okay. Bereit, Segel zu setzen? Machen wir mal. Ausrüstung und... Auf nach Windland. Ganzen Quatsch. Los. Zurücklassen. Spring rein. Wir brechen jetzt auf. 160. Wir sind ein bisschen drunter, aber das müsste zu schaffen sein. Das müsste echt zu schaffen sein. Das kriegen wir sonst echt nicht hin. Also wirklich, da würde ich sagen, dass wir Dinge erledigen, die wir sonst nie dürfen, müssten. Keine Ahnung. Das ist echt schon kacke. Aber unsere Stärke bewahren wir. Das sind jetzt 3 Wochen her noch. 3 kalte Wochen auf der Walstraße.
Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Das klingt nach einem Plan, ne? Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Nehme ich mal an, wir können die Ausrüstung, die wir hier auf dem Lande haben, auch nicht zurück nach Engerland nehmen, ne? Das wird ein Spaß, Freunde. Das wird echt ein Spaß, wie wir das hinkriegen. Ob wir das überhaupt hinkriegen, das weiß ich echt nicht. Na dann, los geht's. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfen. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Neues Gebiet entdeckt. Finnland. Ja. Nessa, hat dein Schiff Englerland zum Ziel? So ist es. Willst du zurück dorthin? Nein, ich muss noch einiges erledigen. Oh, lass dir nicht zu viel Zeit. Wir müssen vor den Winterstürmen über die kalte See. Jetzt schon wieder zurück wäre ein bisschen komisch, ne? Sünen, leite mich. Finde ich mal so zu Gorms Verbleib. Die Menschen im Hafen haben vielleicht Gerüchte gehört. Na dann hören wir doch den Gerüchten zu. Nimm dir eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Es ist ein einziges Durcheinander. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich hab Ale für dich, Ort, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte. Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Gorm spielt auch noch im Lagerhaus ein. Ach so. Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Ja, hier ist offenbar auch noch was. Wenn ich Olaf finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen.
Wo ist denn das Lagerhaus hier? Weil Gorm später anscheinend Olaf im Lagerhaus ein. Warte mal kurz, da hinten noch mehr. Oh. Jemand brach hier durch. Sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Na dann schauen wir mal, was es so gibt. Aber meine Freunde, bevor wir hier weiterfahren, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und schauen mal, was die Jagdgründe zu bieten haben. Bis dahin, einen schönen Abend.